In Österreich beläuft sich die Gültigkeit eines neuen Führerscheins auf 15 Jahre. In Zukunft sollen Pkw- und Motorradführerscheine nur noch 10 Jahre gültig sein. Und vor allem für ältere Menschen könnten die Vorschriften verschärft werden. Geht es nach der EU-Kommission, müssen alle Senioren in Europa ab dem 70. Lebensjahr ihre Fahrtauglichkeit regelmäßig nachweisen. Diese Prüfung müsste alle 5 Jahre wiederholt werden. Wie diese Fahrtauglichkeitstests im Detail aussehen, wurde von der EU noch nicht definiert. Der österreichische ÖAMTC spricht sich aber klar gegen eine verpflichtende Überprüfung von Senioren aus. Die Menschen werden natürlich immer älter, deswegen wird ihr Anteil an der Unfallstatistik auch zunehmen. Wir beobachten das auch seit Jahren. Wir lehnen diese verpflichtenden Fahrtauglichkeitsuntersuchungen ab, aus dem einfachen Grund, weil andere Staaten, die eingeführt haben, gezeigt haben, dass sich die Unfallstatistik nicht extrem ändert zum Positiven und dann das sogar wieder abgeschafft haben. Ziel der EU-Kommission ist, die Zahl der Verkehrstoten auf europäischen Straßen bis 2030 zu halbieren. 2050 soll es dann überhaupt keine Verkehrstoten mehr geben. Um dieses Ziel zu erreichen, sei die regelmäßige Überprüfung der Fahrtüchtigkeit bei Senioren unerlässlich. Beim ÖAMTC sieht man das etwas anders und setzt auf die Vernunft der Senioren und freiwillige Feedbackfahrten. Wir würden einen anderen Weg vorschlagen, den deutschen Weg. Der deutsche ADAC bietet sogenannte Feedbackfahrten an, wo der Senior kommen kann, freiwillig, und dann eine Fahrt mit einem Fahrlehrer durchführt. Dort wird ihm dann positives Feedback, aber auch eben negativer Verbesserungsbedarf aufgezeigt und eben ohne diese Drucksituation eine Lösung erarbeitet. Bei der Bevölkerung kommen die Pläne der EU gut an. Guter Vorschlag. Ich bin voll, also ja, ich meine, das ist ganz gut, dass man die älteren Menschen auch ein bisschen überprüft, weil sie doch eine andere Wahrnehmung haben. Prinzipiell gut zu überprüfen, ob sie noch fahrtauglich sind, für das Wohl aller Verkehrsteilnehmer. Ab 70 ist ein bisschen zu zeitlich, würde ich sagen. Ab 80 würde ich sagen, wäre es nicht schlecht, aber ab 70, da ist man noch ziemlich fit. Das weiß ich noch aus eigener Erinnerung und ja. Übrigens, in den meisten EU-Ländern müssen Senioren bereits regelmäßig zum Fahrtauglichkeitscheck. Wann und ob die neue Regelung kommt, ist bisher noch unklar.